Wir zeigen kreative Klimaretter. Heute, wie wir Wasser aus der Luft ziehen. Wasser bedeckt einen großen Teil unserer Erde. Daher heißt sie auch der blaue Planet. Doch trotzdem ist Wassermangel einer der größten Bedrohungen für die Menschheit. Wie kann das sein? Das meiste Wasser ist für uns Menschen unbrauchbar in Ozeanen und im ewigen Eis gespeichert. Unser Trinkwasser ist deswegen begrenzt. Der Klimawandel verursacht immer häufiger Umweltkatastrophen und führt zu einer langfristigen Veränderung der regionalen Lebensbedingungen. Doch eine Wasserquelle ist überall verfügbar und das in größerem Maße. Ironischerweise dank des Klimawandels. Feuchtigkeit in der Luft, die wir atmen. 1 Grad mehr Lufttemperatur bedeutet 7% mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Trinkwasser aus der Luft extrahieren. Ausgehend von dieser einfachen Idee hat Walter Kreisel einen einzigartigen Wassergenerator entwickelt, der die Atmosphäre anzapft. Nach jahrelangen Tests und Kalkulationen ist er nun fertig. Der Fantor, ein echter Wassergigant. Er erzeugt als mobiler Hochleistungswassergenerator 10.000 Liter Trinkwasser pro Tag. Wasser für unsere Nahrungsversorgung. Wasser für Menschen in Krisensituationen und somit eine Lösung für die durch den Klimawandel steigende Wasserknappheit.